Müssen wir noch herausfinden, wie wir an Geld kommen. Jetzt nicht. Ziehbaren. Okay, damit nichts. Na dann, wir brauchen auch noch Material für die einzelnen Gebäude, aber das ist dann gleich unser Problem. So, Meister auf das Reißbrett. In Größe geht's nicht mehr. Das Reißbrett haben wir maximal aufgewertet. Kuhstall. Eine Rinderlizenz. Haben die wir verkauft? Schmiede. Und einen Keller können wir bauen. Für die Schmiede brauchen wir Kometenpulver, Pulsarbaren, Eschenbrett, Quatz. Können wir alles bekommen. Okay, den Keller, den packen wir dann logischerweise ganz nach oben. Okay, wenn wir das hier... alles hier ein bisschen nach rechts rücken. Dann gewinnen wir gar nichts. Die Weberei können wir vielleicht hier... irgendwo oben unterbringen. Aufenthaltsraum mal ein bisschen drücken. Dann können wir den Kill nach unten holen. Was ist das? Warte. Das ist ein Keller. Man legt was rein und dann wartet man. Das ist alles. Oh Mann, wie öde. Überhaupt nicht das, was ich dachte. Ich bin total enttäuscht. Oh. Ich wollte Feuer und Explosion. Was soll ich jetzt machen? Das ist so doof. Tja. Ah, wir können cool mal ein bisschen Sauerkraut. Blach. Wo will denn Sauerkraut? Können wir Sachen einlegen?
Lass im Keller etwas fermentieren. Schon dabei. Das dauert aber eine ganze Weile. So, da müssen wir mal Material für die Schmiede sammeln. Das hätten wir eigentlich auch schon machen können, aber wo ist unsere Rennlizenz hin? Haben wir die wieder verkauft? Kometenbrühen, pulsarbaren Eschenbretter gab es im Park. Quarzpulver haben wir nicht mehr. Und Drehquarz haben wir noch. Wird es reichen? Es wird exakt reichen. Okay, dann würde ich mal sagen, nächster Zielort hier erstmal. Garten waschen will zu holen. Eschenstämme. Genau hier. Was ist denn nur das Ei? Oh, schade. Ah, das ist da mal Öl draus gemacht. Plastikflasche wird gleich mit erstellt. Kometenpulver. Pulsarbahn, Eschenbrett. Das kriegen wir schon, das haben wir schon noch. Haben wir schon mal gesammelt. Hat man alles schon. Pulsarstein, das ist der prima. Pulsardinger. Das kriegen wir mit hier und Kometen. Dort lang. Nein, nein, nein. Hier lang dann. Ach, yes. Ach, hier. Na komm. Bin zu blöd.
und dann hier hin. Vielleicht Komet, Pulsar und das andere im Zug. Kometpulver, Pulsar und der Schmutz ist perfekt. Wo man das alles auf einmal auf eine Tour. Ein bisschen Knoblauch anpflanzen. Die Vampire hier vorher haben. Aber Sekunde, ich muss mir kurz was machen. Muss mal kurz was googeln. Dann machen wir das. Auf geht's. Pulsarbar nochmal. Guck das Spiel. Da brauchen wir deutlich mehr. Schmiede. Na komm, stell dich nicht an, Stella. Mami will ihre Schmiede. Und du bist deine Schmiede. Oh je. An dreien vorbeigehört. Ich kann auch unbedingt noch mal hier vorbeikommen. An allen vorbei hier. Da dreht sich immer noch freundlicherweise im Kreis. Ich verpasse sie alle. Naja. Und drei haben wir schon. Ja, drei jetzt haben wir jetzt. Das wird ja wohl. Schmelzen das Ding.
unpulsarbaren. Sehr schön. Kometenpulver brauchen wir nur 5. Wir werden mehr kriegen. Auf geht's. Ich brauche Kometensteine. Schön bunt. Mit dem Kometenstern hatten wir wahrscheinlich vorher schon. Müssen wir noch einen einhämmern. Das reicht. Jetzt brauchen wir noch Eschenholz, dann haben wir's. Dann gibt's die Schmiede. Wir müssen uns noch irgendwo die Tierlizenz holen, dann können wir uns einen Kuhstall aufs Deck stellen. Da müssen wir mal gucken, dass wir uns die Erweiterung holen, dass wir ins nächste Gebiet kommen. Weil hier wird es langsam öde. Eschenbretter. Das wird man kaufen. Ich hab's gerade wieder vergessen. Rinderlizenz. Da wollen wir gleich als nächstes hin. Hier fehlt auch nur noch die Lizenz, oder? Ja. Ich glaube, wir sind angekommen.
So aufeinand. So, Holzfällen. Das war der Typ, der für 50.000 Glimms haben wollte. Alter, wo soll ich die herkriegen? Was wollte noch eine Bank, sollte der eine Bank sollte der herstellen oder so? Das ist schön, dass wir das Geld dafür zahlen, dass muss man eine sehr noble Bank sein dann. Ein Strauß Rosen. Schnell den Naturpark erstmal zerstören. Das wird hier platt gemacht. So, jetzt müssten wir genügend Eschenholz haben. Sauerkraut. Ja, geht's. Das war so langweilig. Ich hab fast die ganze Zeit geschlafen. Hey, ich habe eine Idee. Etwas, um das aufzupeppen. Ich möchte ein Theaterstück aufführen. Eine Vorstellung für alle an Bord. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Das wird super. Also, du musst deine Lieblingsfreunde einladen. Gibt nicht viel an Bord momentan. Anscheinend selbst, wie viele Leute kommen sollen. Ich bin das beste Publikum für meine großartige Vorstellung. Da wissen wir einen, den wir schon ausladen können. Was hatten wir die ganze Zeit was? Wir haben jetzt 100 davon. Hatten wir die ganze Zeit schon was? Eschenbrett. Wie viel brauchen wir dafür? Wenn es nur 5 sind, dann haben wir es ja schon. Zwölf brauchen wir. 9 haben wir schon.
10, 11. Wir haben es jetzt schon. Schläft. Schmiede. Und gleich hier hin. Sieht zwar sehr ungewollt aus, aber da haben wir so. Lieblingsfräulein. Gibt es hier nur einen momentan? Hm. Alles, was gewöhnungsbedürftig schmeckt, gebietet Respekt. Danke für diese wunderschöne Mahlzeit. Ne? Experimentelles Theaterstück heute Abend. Was für eine Freude. Gustav, Schmiede. Aha. Aha. Es geziemt mir nicht, mich als wahren Kenner auszugeben, aber ich kann dir versichern, dass deine Maschine perfekt gebaut wurde. Du darfst stolz auf dich sein, Skipperin. Nun kannst du mit Leichtigkeit die raffiniertesten Materialien herstellen. Die Kunst kann endlich voranschreiten. Hm. Es müssen natürlich einige Formalitäten berücksichtigt werden. Wie schon erwähnt, bin ich alles andere als ein fähiger Schmied. Ich kann dir lediglich versichern, dass alles höchstwahrscheinlich recht unkompliziert sein sollte, Skipperin. Meinem Verständnis nach verfügen alle Materialien über spezifische Erhitzungs- und Formbarkeitseigenschaften, die einen benötigen. Konstante, wohldosierte Hammerschläge, andere wirst du mit all der Kraft zusammen zurechthämmern müssen. Es ist von größter Bedeutsamkeit zu erkennen, wie das bewegen ist. Mach genug der Reden, mach dich ans Werk. Ich werde dich aus sicherer Entfernung von hier drüben aus beobachten. Stehe ich direkt neben der. Ah, Messingplatten. Hier. Glasplatten brauchen wir. Bundesplatte. Eine Messingplatte. Aha. So beeindruckend, Skipperin. Für den Anfänger hast du das richtig gut gemacht. Mir ist sicher aufgefallen, dass es wichtig ist, mit dem Hämmern aufzuhören, um den Hammer abkühlen zu lassen, wenn er zu heiß wird. Hier geht es um Geduld, Präzision und Kraft. Unterschiedliche Materialien verhalten sich auch unterschiedlich. Kannst du dir sicher sein? Oh, aber die Vorstellung, neue Materialien schmieden zu können, fühlt dich sicher schon mit Vorfreude. Hm, keine Sorge, mein kleiner Grashüpfer. Um all das zu erschaffen, was dir mir vorschwebt, werden unzählige edle Elemente benötigt. Ich
Kristallglas bleibt aber auch Quarzpulver für. Das können wir auch machen. Machen wir mal eine Himmelsplatte. Dann können wir jetzt. In den Platten haben wir jetzt. Müssen wir nur heraus über Seide machen. Dann haben wir. Eigentlich schon viel geschafft. Ganz schön zäh. Müssen wir lange drauf einhämmern. Himmelsplatte.